Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, da haben wir schon eigentlich die nächste Story-Insel. Und wir wollten eigentlich eher hier weitermachen, das Schiff fertig machen. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt weiter irgendwo hinsegeln? Soll ich hier jetzt Anker lichten, das hier weitermachen? Weil ich jetzt auch nicht weiß, wie viel uns noch fehlt an Story. Das ist ja schon hier, wie heißt das? Utopia, glaube ich, war das. Genau, Utopia. Die letzte Story-Insel, die wir gefunden haben. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich die allerletzte ist. Aber das ist die aktuellste, für uns die momentan letzte. Die letzte davor war ja hier, das Eisgebiet. Gael, du bleibst hier. Nein, du bleibst hier. Gael, bleibt nett. Nicht abhauen. Obwohl, ich glaube, das war schon die letzte Story-Insel. Das hier. Dass hier schon Ende ist. Wenn ich mich ein bisschen zurück erinnere, so damals, als Gronkh und Tobi das Let's Play gemacht hatten, war, glaube ich, hier schon Ende. Nein, du bleibst bitte hier. Hier ist deine Wiese. Hel wird frech. Aber wir können da direkt schon gleich anlegen. Ich glaube, wir gucken uns das hier trotzdem mal ein bisschen an. Ich habe keine Ahnung, was mit Hel jetzt passiert da gleich, wenn die... Ich hoffe, die springt hier jetzt nicht vom Boot. So, und jetzt schnell nach unten. Anker werfen. Ganz, ganz schnell. So, was haben wir alles hier gesammelt? Bisschen haben wir auf jeden Fall was wieder auf Tasche. Ja, Hel, ich weiß. Ich weiß jetzt aber nicht, womit wir jetzt zuerst weitermachen sollen. Also ich will eigentlich hier das Schiff fertig machen, weitermachen. Vor allem, wir brauchen auch noch ein paar Truhen für hier. Da brauchen wir sehr viel Holz. Warte mal. Können wir hier einlagern. Und das können wir hier einlagern. So, genau. Speer können wir hier packen. Wir lassen das jetzt erstmal alles hier. Nein, das soll so. Da haben wir nach ganz vorne. Da packen wir erstmal hier hin. Das kommt auch hier hin. Das kommt... Nee, warte, das ist Werkzeug. Hier kommen nur Waffen hin. So. Hier kommt Werkzeug hin. Angeln müssen wir definitiv noch. Das heißt, wir müssen gleich uns die Würmer schnappen. Da sind sie. Und noch ein paar Fische organisieren. Und den Tiki müssen wir auch irgendwohin mal platzieren. Wenn wir jetzt einen Tiki haben. Ich glaube, als Deko würde sich... Wir packen den ins... Hier hin. Ich glaube, hier wird... Der... sich gut machen. Da war's. Nein. Da wird er sich gut machen. Sieht schon geil aus, auf jeden Fall. Da sind wieder irgendwelche Viecher. So, hier haben wir Lampe. Komm, wir legen uns mal pennen. Ah ja, genau. Farbe fehlt uns noch. Wir müssen hier noch einiges umfärben.
Definitiv. 166 Tage schon. Und hier unser Klo. Einfach weil wir es können, haben wir da eins. Ich glaube, es würde mehr Sinn machen, wenn wir hier auch irgendwie eine Badewanne hätten. Und eine Badewanne können wir auch hier irgendwo hinpacken. So, dann fangen wir aber zuerst mit den Titanbaden da hinten an. So, wir gucken mal eben hier. 11 Stück haben wir hier. Die 15 nehmen wir auch nochmal auf Tasche. Und die 15. Ach komm, wir nehmen die hier jetzt alle mal raus. Dann packen wir mal hier hin. Wir brauchen noch einige Federn. Hier haben wir Federn. Wir haben auch keinen Schrott mehr. Meh, kann ich auch. So, die beiden Rezepte müssen noch hin. Hier, die Schaufel habe ich vergessen, hier einzulagern. Hier ist falsch. Hier war Werkzeug, ja. Das hier rein, das hier rein. So, einmal umsortiert. Und voll machen. Und schnell wieder Wasser von unten. So. Braucht frisches Wasser. Wir haben vergessen, das zu gießen. Auch super. Und ein Bienennest haben wir vergessen noch zu machen. Was ist mit Hehl? Was ist mit dir? Da hinten hast du dein Futter. Wo läufst du überall rum? Ja, jetzt ist sie wieder glücklich. So, was brauchen wir nochmal fürs Bett? Was hier? Hier auch einfach 6 Titanbarten. Haben wir Titanbarren? Hatten wir die nicht? Nee, hier waren die. Ah, nice, ist fertig. Und hier. So, dann haben wir jetzt schon mal 4. Was brauchen wir jetzt aus Titan? Dafür 6. Sprinkler, Vogelschaften? Nee, dann gucken wir mal hier. Hier haben wir einen Schmelzer, auch 6. Hier haben wir Wassertank, da brauchen wir 3. Und Recycler haben wir, Bienenstock. Akkuladegerät. Acht Seil, 4 Leiterplatten. Ja, okay. Hier brauchen wir jetzt nichts. Hier nichts. Hier haben wir eine starke Batterie, also eine gute, große, fortgeschrittene Batterie, genau. Das haben wir hier. Hier haben wir ein 8. Genau, stimmt, scheiße, das waren 8. 8 Titan erst. Aber dafür haben wir auch ordentlich Metallbarren. Nehmen wir mal so viele raus. Und Seile werden wir brauchen. Haben wir hier genug Seile? Wir haben hier 15 Seile. Und Bolzen. Ja, Bolzen haben wir auch sehr viele. Will ich hier noch einen Spaß. Also dann schauen wir mal, was können wir noch erstmal machen. Okay, von hier nichts.
Aber ich glaube, für den funktioniert ferngesteuert mit den Kontrollpunkten. Das ist das, was wir damit steuern können. Ah, okay. Oh, der ist fertig. Und wie sagen, wir machen den gleich. Als allererstes. Und schmeißen den danach erstmal weg. So, was können wir hier noch machen? Genau, dafür müssen wir auch noch irgendwas machen. Wir hatten hier aber noch irgendwas. Wie hier war das. Reiniger, genau. Ja, eine Leiterplatte, 20 Kunststoff und 5 Schrott. Wir müssen eben noch was wegschmeißen, sehe ich gerade. So, das kann weg und das kann weg. Köder auswählen. Probieren wir mal aus, was wir damit jetzt fangen. Wenn wir jetzt Bodes fangen. Bruce meine ich. Einen rohen Seebarsch. Ich höre aber keinen rohen Seebarsch. So, nochmal Planken rein. Benötigt Honig, benötigt Rohkost. Ja, okay, da haben wir jetzt erstmal auch nichts für. Hier haben wir auch noch nichts. Die sind noch nicht gewachsen. Die roten schon, aber die anderen noch nicht. Wir warten jetzt nur noch wirklich auf die Titanbarren hier. Zwei können wir, ja, jetzt. Zwei müssen wir noch abwarten. Bis wir den fortgeschrittenen Anker hier bauen können. So, was haben wir hier noch? Hier brauchen wir eher wenig bis gar nichts. Vorhänge. Ach, Palmblätter. Das ist aber teuer, finde ich. Ich weiß noch ganz zu Anfang, da haben wir die Dinger noch weggeschmissen. Was ist das hier? Pappen. So, was ist hiermit? Da haben wir nichts für. Dann warten wir erstmal, bis wir den Anker bauen können. So, dann machen wir hier nochmal voll. Und Planken nochmal rein. Ja, dann ist die Frage nur, wie, oder beziehungsweise, wenn wir auch noch die fortgeschrittene Schmiede hier machen, wo war denn das? Jetzt. Hier Schmelzer, genau. Trockenziegel brauchen wir auch noch sehr viel. Wenn wir eine Leiterplatte hätten, könnten wir die jetzt schon bauen. Was bräuchten wir nochmal alles für eine Leiterplatte? Boah, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ich würde sagen, wir machen diese Folge größtenteils erstmal nur die, die Erze schmelzen, wa? Und da gibt's auch... Da gibt's so viel Erde. Da ist sehr viel Erde. Wir können die Wiese oben fertig machen. Dann hole ich mir stattdessen mal jetzt eben kurz die Schaufel wieder. Tausche die gegen die Angel. Und hole mal die Erde hier rüber. Mäh. Ich glaube, die Erde wäre ein gutes Investment. Das ist so viel. Ach,
Okay. Ich kann die jetzt aber nicht mitnehmen, oder wie? Ich kann die Erde nicht mitnehmen. Ja toll, was bringt mir das jetzt dann? Was bringt mir jetzt dann die Erde hier einzusammeln? Also, Schaufeln bringt mir gar nichts. Ich sehe keine Erde. Toll. Ja, dann gehe ich da wieder zurück aufs Schiff. Nein, Bruce. Wo ist Bruce hin? Da unten. Nein, nein. Nein, komm, schnell. Okay, das haben wir geschafft. Oh, ist auch schon wieder zur Hälfte leer. Echt Knorke. Ah, der ist fertig. Dann können wir jetzt den Anker bauen. Und unten den einen Pferd. Alter. Vielleicht den erstmal weg. Ich kann den hier nicht hinbauen. Wir fahren weiter gerade. Und ich kann den hier echt nicht hinbauen. Weil der zu hoch ist. Ja, packe ich den dann erstmal noch hier hin. Warum kann ich den dann nicht hinbauen? Jetzt haben wir ein Problem. Ich pack den erstmal hier hin. Ja. Super auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich unser Schiff nochmal ausbauen. Wenn wir den nicht hier hinbauen können. Oder wir packen die hier alle, wo ganz anders sind. Packen wir das hier hin. Genauso wie die Blumen. Ernte ich das hier mal. Was? Die kleine Anbaufläche hier. Dann wird das hier der Garten. Punkt aus, fertig. Und das da vorne wird dann umgesetzt, umplatziert. So, die tauschen einmal. Ja, dann wird das da eben nochmal abgerissen. Nee, wir machen das. Wir machen das mal so. Ach so. Nee, dann machen wir das anders. Dann kommt so ein Ding daneben irgendwo. Jetzt brauche ich nochmal die Axt. Die hier irgendwo sein soll. Hier. Wir gehen aber von
unten mal dran. Wir fangen hier an. Nee. Das muss schon hier sein. Jetzt habe ich ein kleines Problem hier. Die Tür kann auch weg. Nur schon. So, dann holen wir eben noch mal hier hinten das Ding hier raus. Tauschen hier einmal. Jo, so viel, was wir noch wieder einlagern dürfen. Toll. Machen wir so. Hier kommen dann die Dinger hier hin. Plastik. Rot. Die Dinger. Nochmal umsortieren. Hier hatten wir die normalen Erze. Lassen wir die erstmal hier drinne. Für hier irgendwas? Nö. Für hier hatten wir auch nichts. Komm, dann packen wir hier jetzt erstmal das hin. Genau, die Samen hier rein. So, rote Samen auch noch. So. Die hatten wir schon. Den Rest packen wir erstmal hier rein. Ah, den können wir gleich noch irgendwo umstellen. Ah, warte. Das muss dann weg. Und das hier auch. Hier dann jetzt. So klappt das. Okay. Und jetzt ist er unten. Okay, gut. Dann heißt das hier, nee, wir brauchen das hier. Dafür fehlt uns jetzt Plastik. Aber für hier muss das doch irgendwie doch gehen, wofür wir jetzt wieder Holz brauchen, natürlich. So. Holz haben wir hier aber erstmal genug. Hier haben wir noch Nägel. Das heißt, das können wir irgendwie noch hier auch noch machen. Hier das. Ah, okay. Das funktioniert doch. Jetzt haben wir aber nicht genug Nägel dafür. Habe ich jetzt den ganzen Mist hier umsonst gemacht? Jetzt fehlen mir Nägel. Ich brauche Schrott. Ich habe hier keinen Schrott. Knallen wir irgendwo gegen, oder? Ich glaube, wir knallen die ganze dagegen.
Ja, okay, dann habe ich hier jetzt... das hier versaut, irgendwie. Und dann packen wir das hier hin. Ja. Aber okay, das ergibt so jetzt Sinn. Ah, hier haben wir schwarze Farbe. Dann können wir das, was ich jetzt hier gemacht habe, nochmal wieder herstellen. So, sonst können wir noch oben umfärben. Das muss ja auch noch alles gefärbt werden. Ah, Hehl ist noch da, okay. Irgendwo müssen wir aber noch Farbe haben. Ich glaube aber, wir kommen hier ein andermal wieder. Jetzt erstmal. Wir kommen hier ein andermal wieder. Wir haben jetzt erstmal genug Story gemacht. An. Nee, das ist die falsche Richtung. Die drehen. Was ist da los? Ich glaube, wir wiegen schon zu viel. Das ist zu viel Gewicht gerade. Und wir kommen hier jetzt erstmal nicht raus. Ja, wir haben zu viel Gewicht. Jetzt haben wir auch noch Hunger. Hehl? Wir haben Hehl verloren. Sie ist irgendwo noch. Aber wo? Ich höre sie. Wo ist sie? Ist sie unten? Ich höre sie. Hehl, da gehörst du nicht hin. Du darfst hier an die Sonne, an die frische Luft. Ich weiß, du magst es halt schön in dunklen Kellern und so, aber nee. Du bleibst bitte hier oben. So, aber hier kommen wir, glaube ich, erstmal nicht raus. Ja, jetzt haben wir ein Problem, ja? Kann ich noch einen Motor bauen?
erstmal eine Leiterplatte brauchen wir. Und 5 Seile und 5 Metallplatten. Ja, dieses Problem kümmern wir uns dann wahrscheinlich eher in der nächsten Folge. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!